3, 2, 1. Mit rund 450 Gästen, darunter zahlreiche Ex-Stars der Fohlen, hat Borussia die Fohlenwelt, das neue interaktive Vereinsmuseum im Borussia 8 Grad, offiziell eröffnet. Zuerst durften sich Netzer, Heinkes, Matthäus und Co. die Fohlenwelt anschauen. Die vielen Erinnerungen, die hier erlebbar gemacht werden, beeindrucken. Das ist fantastisch, hier rumzulaufen, die schönen Erinnerungen zu sehen, zu merken innerlich, so sehr schön. Es war super. Ich habe mir es angeschaut und so, aber es ging im schnellen Durchlauf. Normalerweise brauchst du ein bisschen mehr Zeit, aber es ist ganz toll geworden, ja. Ich bin wirklich begeistert, bin gerade durchgegangen und vor mehreren Ständen stehen geblieben. Wenn man, so wie ich, 23 Jahre für so einen Verein gespielt und gearbeitet hat und man sieht das dann, dann ist man schon stolz drauf und man freut sich natürlich auch für den Club, der natürlich jetzt lange Zeit dafür aufgewendet hat, um sowas auch auf die Beine zu stellen. Ja, also kann man den Leuten, die da beteiligt waren, nur die größten Komplimente machen. Ich habe in meinem langen Leben ganz viele Museen gesehen, Sportmuseen. Die haben natürlich die Neuzeit genutzt und es ist wirklich überwältigend geworden. Und es passt gut zu unserem Club. Wenn so viele Vereinslegenden und ehemalige Spieler zusammentreffen, ist es klar, dass auch gemeinsam auf die aktive Karriere als Fußballer zurückgeschaut wird. So auch im Rahmen der Eröffnung der Fohlenwelt. Vor allen Dingen bin ich kein Mensch, der so viel Nostalgie besitzt und an diese Zeiten immer wieder denkt. Ich werde durch diese Zusammenkünfte werde ich erinnert an gewisse Dinge, die ich gemacht haben soll. Und das kann nicht sein, dass ich das gewesen bin. Unmöglich. Nein, es ist wunderschön, das zu hören. Wir haben uns viele Geschichten zu erzählen. Das ist das Schönste von allem, wie wir das erlebt haben nach all diesen Jahrzehnten. Wie der eine es gesehen hat und der andere es gesehen hat. Das ist eine Riesenfreude und deswegen ist das immer ein Erlebnis, wenn wir uns wieder treffen. Ein Erlebnis ist auch der Besuch der Fohlenwelt. Alle Fans können sich davon ab Sonntag ein eigenes Bild machen. Dann öffnet die Fohlenwelt um 10 Uhr ihre Tore. Wenn die Menschen da reingehen, ganz locker, die wissen gar nicht, was auf die zukommt. Und dann gehen die durch und wenn die rauskommen, dann sagen die, das ist kein Museum, das ist eine Erlebniswelt. Wir haben etwas erlebt. Und das hat sich heute hier deutlich gezeigt. Auch viele der Ex-Profis werden wir wohl nicht zum letzten Mal in der Fohlenwelt gesehen haben. Ich werde bestimmt des Öfters kommen. Ich werde sicherlich mal mit meiner Familie zu einem Zeitpunkt, wo es ein bisschen ruhiger ist, hier hinkommen, werde mir das alles mal in Ruhe angucken, weil im Schnelldurchlauf sieht man natürlich nicht alles und ich denke, dass ich genügend Zeit habe. Aber sicher, das gibt für jeder was zu sehen, klein oder groß, mit Sicherheit. Ich werde auf jeden Fall mit meinen Kindern mal hierher kommen, das denen zeigen, weil die kennen mich ja nicht als Spieler von früher. Das ist eine beeindruckende Geschichte hier und ich bin sicher, dass es ihnen auch gut gefällt. Es gibt einfach alles rund um die Geschichte der Fohlen zu sehen, zu hören, einfach zu erleben. Okay, fast alles. Mach mal die Kamera aus und mach das Mikrofon aus und erzähl euch Dinge. Das würde euch die Scham heute ins Gesicht treiben.